Bisher läuft das Raupenfass von Wienhoff mit dem Fahrwerkswagen von HW Vesta als Unikat auf den Flächen von Ostmann. Doch die Nachfrage nach dem bodenschonenden Güllewagen steigt. Wir haben uns die Technik vor Ort angeschaut. Im Prinzip teilt sich das Güllefass in zwei Teile auf. Das Fahrwerk kommt von HW Vesta, die gesamte Gülleeinheit von Wienhoff. Der Fahrwerkswagen ist auch solo erhältlich und verfügt über Twistlock-Verriegelungen, sodass man verschiedene Wechselbrücken aufsatteln kann. Und Wienhoff hat dafür einen passenden Gülleaufbau konzipiert. Am Fahrwerk zeigen sich präsent die Laufwerke von Klaas Industrietechnik. HW Vesta verwendet die 890 mm breite Variante der Terratrax. Die Glasraupen werden hydraulisch angetrieben. Dafür kann der Fahrer auf einem Terminal zwischen 5 Stufen wählen. Natürlich hat man auf leicht befahrbaren Standorten die Möglichkeit, die hydraulische Unterstützung komplett abzuschalten. Die Leistung für die beiden Hydraulikmotoren bzw. für die Hydraulikpumpen kommen vom eigenen Ölhaushalt. In Kurvenfahrten reduziert sich der hydraulische Kettenantrieb, bis er ab einem bestimmten Winkel komplett stoppt. Das Laufwerk ist für einen Straßentransport bis 40 km/h freigegeben. Ostmann bevorzugt aber eine maximale Transportgeschwindigkeit von 25 km/h, um den Verschleiß der Gurte gering zu halten. Um Fahrwerk und Fass sauber trennen zu können, musste das 8-Tonnen-Heckhubwerk an die Rückwand montiert werden. Auch die 4 Twistlock-Zapfen müssen einige Kräfte bei Gülleinjektoren aushalten. Durch die zusätzliche Verbindung der Flanschplatten wird die Kraft auf Rahmen und Tank verteilt, die Twistlock-Verschlüsse werden entlastet. In die Gülletonne passen 25 Kubikmeter Flüssigmist. Im Inneren sind zwei Schwallwände geschweißt, zusätzlich auch eine Lastverschiebungswand für das Zweikammersystem. Dank Zapfwellendurchtrieb des Hauptgetriebes auf der Deichsel können die Komponenten der Gülletechnik betrieben werden. Dazu hat das Fass eine eigene Bordhydraulik. An dem Hydraulikkreislauf bedient sich die variabel regelbare Drehkolbenpumpe von Vogelsang. Sie schafft 9000 Liter pro Minute und sitzt an der rechten Maschinenseite neben dem großen Steinfangkasten für den Schneidfilter. Zusätzlich verfügt das Fass über ein Bypass-System. Wenn alle Parameter stimmen, sind theoretisch Befüllleistungen von 12.000 Liter pro Minute möglich. Gewichtsmäßig ist das Fass nicht zu unterschätzen. Hier wurde massiv gearbeitet und auch die Raupen tragen dazu bei. Die Anschaffungskosten sind mit dem Preis eines gut ausgestatteten Tridämmfasses nicht vergleichbar. Sie liegen darüber. Dennoch rechnet der Betriebsleiter Ostmann mit dem Preis des Gesamtgespanns. Er setzt einen schwächeren Schlepper ein, denn der Güllewagen zieht sich selbst. Klicke jetzt den Link in der Videobeschreibung und lies den gesamten Testbericht online.